Hallo und herzlich willkommen zurück zur Tutorial-Reihe von Snake in Java. Im letzten Part sind wir schon ziemlich weit gekommen und haben das Spiel an sich fertiggestellt. Ja, denn unser Snake läuft, wir können Futter einsammeln, damit ist das Spiel an sich ja fertig. Ich möchte aber noch ein entscheidendes Element hinzufügen, und zwar, dass wir nicht mehr durch uns selbst durchgehen können, ja. Denn aktuell ist das Spiel unendlich lange. Das möchten wir verhindern. Wie machen wir das? Da müssen wir einfach in unserer Lieblingsmethode, der Paint-Methode, eine kleine Überprüfung einleiten. Okay, also wir machen einmal einen neuen Unterpunkt mit Kommentaren natürlich und fragen collide with itself? So. Wie machen wir das? Naja, wir müssen einfach schauen, ob irgendeiner unserer Teile die gleiche Position wie unser Kopf hat. Das heißt, wir müssen in einer Vorschleife alles durchlaufen, solange bis wir halt beim Kopf angekommen sind. So, natürlich wollen wir nur alle Teile durchlaufen. Das heißt, wir fangen bei i gleich 1 an und nicht bei 0. Ja, denn 0 ist ja quasi unser Kopf selbst. So, natürlich so oft, wie viele wir an Teilen haben, ne? Wenn wir drei Teile haben, müssen wir bei jedem einzelnen Teil überprüfen, ob es den Kopf berührt. Und die Überprüfung an sich läuft natürlich ganz genauso ab wie da oben. Das heißt, einfach Snake x an der Stelle 0 ist das gleiche wie Snake x an der Stelle i. Das heißt, die x-Position von Kopf und Teil stimmen überein. Und wenn Snake y an der Stelle 0 gleich Snake y an der Stelle i ist. Danach kollidieren wir. Ja? Dann sind x und y-Position gleich. Damit ja, kollidieren wir. So, was wollen wir dann machen? Dann wollen wir alle Richtungen erstmal auf falsch setzen. Right ist false, left ist auch false. Ja, dann sollen wir uns nicht mehr bewegen können. So, damit sorgen wir halt dafür, dass wir uns nicht bewegen können. So, danach soll der Timer aufhören. Timer.stop. Ja, das heißt, wenn wir uns jetzt berühren, ist schon ganz cool. Danach, aber 3 ist schwierig. Okay, ist Ende. Aber wir können, ja, passt. So, jetzt wollen wir aber noch einen Text anzeigen lassen, der uns sagt, dass wir auch restarten können. Ja, wir wollen nämlich die Möglichkeit hinzufügen, dass man mit Space erneut starten kann. Und dafür müssen wir einen Boolean hinzufügen. Und zwar heißt der Private Boolean is Game Over. Ja, is Game Over. Der ist natürlich standardmäßig auf falsch gesetzt. Und mit dem überprüfen wir eben, ob wir Game Over sind oder nicht. Also den müssen wir natürlich dann hier ebenfalls auf True setzen. So, und dann müssen wir eben noch dafür sorgen, dass wir auch einen schönen Text angezeigt bekommen. Das heißt, g.zColor setzen wir jetzt erstmal auf weiß. Color.white. Und danach schreiben wir was. Das heißt, g.zFont. Um danach erstellen wir einen New Font, also eine neue Schrift. Was denn für eine? Arial einfach. Danach soll die bitte dick geschrieben sein. Font.bold. Und sie soll die Schriftgröße 25 haben. Also relativ groß. So, dann müssen wir jetzt noch sagen, was wir denn schreiben wollen mit dieser Font. Also drawString. Welchen Text? Da sagen wir einfach mal Game Over, soll bitte da stehen. So, und dann X-Position. Wo wollen wir das machen? Das wollen wir machen in der Mitte vom Bildschirm. Das heißt, wir nehmen uns die Weite, teilen die durch 3. Ja, durch 2 ist es dann irgendwie, man denkt durch 2, aber das ist komisch, wir wollen es ja mittig haben, also durch 3. So, aber durch die Verschiebung vom Game Over Screen, weil der String Game Over nimmt ja auch noch Platz ein. Und diesen Platz müssen wir jetzt quasi abziehen, beziehungsweise draufrechnen. Und das machen wir mit g.getFontMatrix.stringWidth. Und da müssen wir jetzt halt diesen String nehmen.
Game over. Ja, also wir können das so dann problemlos machen. Und das gleiche müssen wir jetzt auch noch hier drüben machen. Das heißt, wir sagen this.getsHeight. Da reicht durch 2. Und ziehen dann aber noch 50 ab, damit es korrekt aussieht. Okay. Dann setzen wir nochmal die Color. Obwohl, ja gut, da werden wir, ich lasse die Color jetzt weg. Brauchen wir eigentlich nicht. Denn an der Stelle werden wir sicher nichts mehr reinschreiben. Ja, also. Falls ihr sicher gehen wollt, dass ihr da nichts reinschreibt, könnt ihr natürlich meinetwegen da nochmal die Color setzen, aber braucht ihr eigentlich nicht. Also ihr könnt auch die Schriftart festlegen, wenn ihr Areal nicht wollt und so, ne? Ja, dann bitte nochmal im Bold und 30 dieses Mal. Und Schriftgröße 30. Und was wollen wir schreiben? G.drawString space to restart. So. Dann machen wir wieder genau das gleiche. This.getWidth durch 3 plus plus 10 einfach. Und dann da drüben this.getHeight durch 2. Ja, das liegt an diesen ganzen Space-Geschichten, die man da drin hat. Deswegen ist da einfach 10 besser. Denn die Stringgröße ist da ein bisschen ungenau bei größeren Texten. Aber dem hier ist noch okay, aber dann nicht mehr so schön. Gut. Was wir natürlich noch setzen müssen, ganz am Anfang in unserem Start, wollen wir ja, dass Game Over nicht aktiviert ist. Ja, also müssen wir natürlich Game Over false setzen. Also ist Game Over ist gleich false. So, schauen wir doch mal, ob das schon angezeigt wird. Fangen wir mal an. Okay, da steht Game Over, Space to restart. Passiert aber noch nichts, das haben wir ja noch nicht eingeführt. So, aber das ist ganz schön komisch verschoben. Das sollte eigentlich nicht so sein. Ich meine, ich habe die Werte vorher extra ausprobiert. Ja, interessant, dass es anders aussieht. Ja, da muss ich dann gleich noch ein bisschen rumprobieren. Macht dann wahrscheinlich gleich einen Cut, wenn das danach gescheit aussieht. Aber das dauert nämlich immer ewig. Ah, ne, ich habe was vergessen. Da kommt nochmal ein durch 2 hin. Und dann müsste es, glaube ich, sogar passen. So, ja. Game over, space to restart. Alles schön. Wenn man natürlich die Hälfte vom Code vergisst. Ja, also auch dieses durch 2 ist eben, weil die Stringgröße jetzt nicht so optimal gemacht wird, ist leider in Java. Also da müsste ich nochmal eine Methode schreiben, die das ein bisschen realistischer darstellt, aber hatte ich jetzt nicht so Lust drauf. Ja. Für 2 Dingens nicht. Wenn ihr ein riesiges Programm habt, wo ihr richtig viel schreibt oder ein richtiges Spiel, dann ist es notwendig, aber in unserem Fall reicht das jetzt vollkommen aus. Gut, ihr habt schon gesehen, jetzt müssen wir halt noch überprüfen in unserer Key Pressed Event, ob wir denn auch die Leertaste drücken. Und da machen wir natürlich wieder e.getKeyCode und schauen, ob das gleich dem KeyEvent.vk-space entspricht. So, was machen wir, wenn das der Fall ist? Naja, dann müssen wir noch schauen, ob überhaupt Game Over aktiviert ist. Ja, denn wenn Game Over nämlich nicht aktiviert ist, dann wollen wir das ja gar nicht ausführen. Und dann setzen wir den Counter wieder auf 0. Ja, damit der Anfang wieder ausgeführt wird. Und ja, die Länge von Snake muss dann natürlich auch wieder auf 3 gesetzt werden. So, schnell Snake Länge ist gleich 3. Dann können wir den Timer wieder starten. Damit es wieder losgeht. Start. Und wir fangen wieder neu an zu zeichnen, also Repaint. So, das sollte jetzt eigentlich schon funktionieren. Schauen wir doch mal. So, wir sammeln ein bisschen was ein. Können uns nicht mehr bewegen, ja, dann drücken wir Space zum Restarten. Fangen wir an. Okay, da war jetzt noch ein bisschen Fail, weil ich mich hier komisch gedreht habe. Da muss ich halt so rum anfangen. Okay, er funktioniert aber problemlos. Perfekt.
Also der Schriftzug erscheint, so wollen wir es haben. Gut, das wäre es auch schon von dem Part. Der nächste Part wird wahrscheinlich voraussichtlich der letzte Part sein. Da werden wir danach noch eine Score-Anzeige hinzufügen und ein Pause-Menü noch hinzufügen. Und noch ein kleines Startlabel hinzufügen, noch so ein bisschen Verbesserung, ja. Dass es noch ein bisschen schicker aussieht. Und dann war es das von der Tutorial-Reihe. Natürlich, falls ihr noch, ich nehme das gerade alles an einem Stück auf, falls ihr irgendwas in die Kommentare geschrieben habt, von wegen, ja, kannst du nicht zeigen, wie man vielleicht noch den Highscore in der Datenbank speichern kann und so weiter, mache ich das auch noch alles gerne. Jo. Aber ansonsten wäre die Reihe dann nach dem nächsten Video vorbei. Ich bedanke mich immer fürs Zuschauen, würde mich über ein Like freuen und danach sehen wir uns im nächsten Part wieder. Haut rein!